Die letzte Aufbrauch-Challenge kam ganz gut bei euch an. Was ist jetzt die letzte Aufbrauch-Challenge in diesem Jahr? Die soll natürlich 2024 weitergehen. Aber es ist generell immer so, dass ich im Januar Pause mache und erst im Februar wieder zurückkomme. Und ich habe zum Teil noch so viel in den Sachen drin, dass das kein Problem ist. Also die Challenge wird ihren Wiedererkennungswert haben. Ich hätte jetzt nicht alles in einem Monat aufbrauchen können. Funktioniert nicht. Ich habe hier wieder meinen Kalender, wo ich mir aufgeschrieben habe, was, wie viel Gramm hat. Damit kann ich messen, ja, wie viel ich schon verbraucht habe. Was mir ein gutes Gefühl gibt, kann ich euch einfach auch nur empfehlen, dass ihr das auch so macht. Und bevor ich lange ins Labern komme, würde ich einfach sagen, wir legen los mit dem ersten Produkt. Und das ist das hier. Und versteht mich bei der Geschichte hier nicht falsch, bei dem Urea-Serum. Ich mag das echt gerne. Aber ich habe hier leider auch noch, also die andere Creme habe ich jetzt schon ins Bad getan, aber ich habe hier noch eine zweite. Die mische ich gerade immer mit der von Balea, was für mich eine wunderbare Kombination ergibt. Ich habe aber immer noch, also beim letzten Mal hatte ich 112,86 Gramm und jetzt sind es 99,75 gemerkt. Das geht nicht ganz so schnell. Aber ich habe versucht, das echt so gut wie immer aufzutragen. Ne? Also ich nütze es meistens immer abends. Das heißt meistens, ich nütze es generell abends, weil morgens mit der Sonnencreme zusammen wäre mir das ein bisschen zu viel. So, wenn ich jetzt ein bisschen mehr nach unten gucke, dann liegt da jetzt mein Notizbuch, weil ich einfach gerade keinen Platz gefunden habe. Da hat man ganz schnell meine ADHS gekickt, aber darum soll es gerade nicht gehen. Es soll um die Aufbrauchprodukte gehen. Da hier ist nicht mal so viel drin, aber ich habe da hinten eine zweite Bottle stehen, ne? Die ist natürlich auch noch mit in der Aufbrauch-Challenge drin. In der Bottle, also es kann sein, dass wir, wenn wir uns im Februar sehen, ich glaube höchstwahrscheinlich, dass da die Bottle leer ist und die neue dann eben dran kommt. Und wir haben hier jetzt, also vorher waren es 90,49, ich habe das halt jetzt wieder vermehrt genommen. Und jetzt sind es nur noch 59,22. Und ihr könnt solche Produkte auch zweckentfremden. Hier ist halt Glycerin drin. Und ich finde die Flasche, so gern ich sie auch mag, aber wenn man sie auch anwendet, um eben das Produkt auf die Kopfhaut zu packen, ist sie ein bisschen, finde ich es ein bisschen ungeschickt. Da kann man es eventuell in eine andere Flasche umfüllen, was ich aber jetzt nicht unbedingt auch gerne machen würde. Weil wir brauchen hier ja auch gemeinsam auf. Und das hat ein kleines Manko, weil hier hat es Glycerin mit drin. Und davon kriegst du ein bisschen strähnige Haare. Wenn du das auf der Kopfhaut anwendest, erschreck nicht, ne? Aber es geht trotzdem richtig gut und meine Kopfhaut verträgt es auch richtig gut. Tolles Produkt. Hätte ich nicht so viel Toner hier rumstehen, würde ich halt meine Liebe dem gegenüber auch aussprechen. Aber ich weiß gerade nicht, wohin mit dem ganzen Toner. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr Toner aus dem No-Adventskalender raus, der da hinten auf dem Boden steht. Leider habe ich dieses Mal auch festgestellt, dass ich Produkte vergessen habe. Da ist so eine Aufbrauch-Challenge eben gut, wenn man sich das aufschreibt und sich dann vor Augen hält, was da eigentlich mit dabei war. Ein Produkt habe ich komplett vergessen. Eins so ein bisschen, das habe ich heute Morgen noch verwendet. Aber sonst vergisst man halt, wenn die Produkte eh schon nach hinten gewandert sind, dann vergisst du die natürlich trotzdem wieder, ne? Und wenn du das halt so ein bisschen in Form von einer Challenge für dich halt machst, dann, ja, dann holst du die immer wieder aus der Erinnerung raus. Das habe ich ein bisschen häufiger verwendet, auch gerade für die Hände. Ich mag die trotzdem nicht so gerne wie die Isana Urea Body Cream. Die liebe ich mit 10%, weil die so ein bisschen fester ist und so. Nichtsdestotrotz ist das ein gutes Teilchen. Wer damit zurechtkommt, ich würde die auch jedem empfehlen. Aber wie gesagt, ich mag die Isana ein bisschen mehr. Hat sich einfach rausgestellt. Wir hatten das letzte Mal 416 Gramm und jetzt haben wir 384. Man merkt, ich habe die schon regelmäßig jetzt aufgetragen, man merkt, wie sparsam das Ganze eigentlich ist. Und die ist halt echt immer noch schwer. Meine Brieffrage kann das nicht wiegen. Ich musste das auf der normalen wiegen. Ihr findet übrigens die Brieffrage, die ich verwende, unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken. Gibt's bei Amazon. Tja,
Nachkaufen würde ich sie nicht mehr, weil sie funktioniert für mich einfach nicht so. Das heißt aber nicht, dass das Produkt scheiße ist, ne? Jetzt kommt das erste Produkt, was ich nicht nachwiegen musste, weil es halt immer noch neu ist. Oh Mann, ey. Also das habe ich komplett vergessen. Das ist komplett raus gewesen. Und hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich halt momentan keinen weiteren Platz mehr habe. Und ich muss jetzt mal versuchen, wenn ich am Montag mir die Haare wasche, oder wann wasche ich die Haare? Moment, heute ist Tag 2. Sonntag ist Tag. Am Montag, wenn ich am Montag die Haare wasche, dass ich das mal versuche, auf die Kopfhaut aufzutragen, wie das sich so anfühlt. Weil mit dem Pumper geht es ein bisschen besser. Und ich will es jetzt nicht mit Gewalt einfach aufbrauchen, aber auf der Kopfhaut habe ich es halt auch nötig, ne? Da kann ich sowas echt auch empfehlen. Wie schon gesagt, hier ist auch Glycerin drin. Das macht ein bisschen die Haare strähnig, erschreckt da nicht, ne? Also ist kein Problem. Einen Tag später, wenn ihr euch die Haare gekämmt habt, ist das alles wieder in Ordnung. Aber eure Kopfhaut liebt es halt auch. Wenn ihr eben auch, wie ich, so zu schnell fettender Kopfhaut neigt, dann ist es halt immer auch so ein bisschen ein Problem, dass die Haut halt feuchtigkeitsarm ist. Klar, es sind noch mehr Faktoren daran schuld, dass deine Kopfhaut ein bisschen schneller fettet, aber da kannst du so ein bisschen entgegenwirken damit. So, hier habe ich auch schon die Empfehlung bekommen, das vielleicht zum Rasieren zu verwenden. Ich hasse das zum Duschen. Also ich habe das versucht anzuwenden und ob das jetzt Probleme im Gesicht hat mit den fehlenden Emulgatoren oder an den Beinen, da ist gerade noch schlimmer. Da wird es dann eventuell auch gefährlich, dass du halt auch ausrutschen kannst. Das ist ein Scheißzeug, ohne Witz. Also an den Füßen oder an den Beinen, geschwamm sagen, zu allem immer Fuß, an den Beinen möchte ich es nicht mehr verwenden. Absolut nicht. Ich krieg das schon irgendwie leer. Ich werde viel schimpfen, kann ich an der Stelle schon sagen, aber ich krieg das schon irgendwie leer. Da fehlt es halt einfach an Emulgatoren. Kann man nicht anders sagen. Na, also ich habe es relativ häufig verwendet. Und letztes Mal hatten wir 90,6, muss ich gerade nochmal gucken. Moment. Wir hatten das letzte Mal 90,16, jetzt haben wir 70,84. Also ich war schon fleißig dran, aber wenn man sich das so anguckt, dann ist man schnell entmutigt, dass das irgendwie nie leerer wird. Deswegen hilft einem so dieses Abwägen. Ah, es wird langsam leerer, auch wenn ich es nicht sehe. So. Nie wieder, oder Müller arbeitet einfach an der Formulierung, was ich mir vorstellen kann. Denn sie wollen ja auch auf gewisse Art und Weise mithalten. Auch bei dem hier habe ich eigentlich gedacht, ich habe ein bisschen mehr verwendet, aber so täuscht sich das halt auch. Das kam nicht ganz so regelmäßig zum Einsatz. Mir ist es dann immer wieder eingefallen und dann habe ich es wieder hergeholt. Das ist ein Serum, wo ist jetzt ein Ceramid oder zwei drin? Ich glaube, es ist eins drin. Es ist Q10 aber auch mit drin. Es ist recht leicht. Wer das mal ausprobieren möchte, kannst du machen. Mir gefällt es einfach nicht mehr. Mich nervt es. Ich weiß nicht, ich finde auch, das nimmt mir Platz weg. Und ich habe mit diesen Pumpern, habe ich immer, also mit diesen Pipetten habe ich immer Probleme. Die fliegen bei mir ganz oft quer durchs Badezimmer. Gerade wenn du rutschige Hände hast. Wir haben hier letztes Mal 104,23. Die Packung ist recht schwer. Ist halt demnach auch nicht nachhaltig, wenn die Packung so schwer ist und so einen fetten Boden hat. Na, das darf man auch nicht vergessen. 104,23 Gramm, 101,4. Also es ist echt nicht viel raus. Aber immerhin ein bisschen. Na, es ist Serum. Verwendest du halt nicht so wie ein Öl jetzt, wie so ein Reinigungsöl. Da bist du halt dann schon ein bisschen sparsamer. Nachkaufen würde ich das mir auch nicht mehr, weil es einfach bessere Sachen in der Drogerie jetzt mit Ceramiden gibt. Und das hatte ich mir damals gekauft, weil das Balea Serum aus der Expert-Reihe war ewig ausverkauft. Und dann habe ich halt mal den Fokus darauf gesetzt, weil es ich euch auch vorstellen wollte. Jetzt will ich es allerdings wirklich nur leer machen. So, jetzt kommt was Lustiges. Ich habe ja schon gesagt, Mutti hat sich den Adventskalender gekauft und ihr habt wahrscheinlich die Kurzvideos schon gesehen, weil ich die Türchen ja auch einzeln mit euch auspacke. Das ist eine Aufbrauch-Challenge drin und das kam heute raus. Also ich wusste schon, da ist sowas in der Richtung drin. Ist okay. Na, ich habe damit gerechnet.
ist vollkommen in Ordnung. Also im ersten Moment habe ich mir noch überlegt, schenkst du es her. Aber ich werde es verwenden, weil dann ist das mit der Aufbrauch-Challenge auch ein bisschen spannender, weil das hier schon ziemlich leer ist. Es ist auch, ich habe geguckt, das Video habe ich vor 8 Monaten, 7 Monaten vorgestellt. Also sprich, ist das Produkt seit 8 Monaten bei mir. Nee, seit 9 Monaten bei mir. 8 Monate ist das Video alt. Ja, ne, also weitere 8 Monate wahrscheinlich. Das ist halt schon eine echt lange Zeit. Das wird erstmal nicht mitgewogen. Und beim nächsten Mal im Februar wird dann wahrscheinlich das drankommen. Wir haben das letzte Mal 50,42 gehabt und jetzt 47,71. So sparsam ist das. Das gibt's doch gar nicht, oder? Also es ist unten noch so viel drin. Echt nicht mehr viel. Aber ich kann halt nicht mehr wie 3, 4 Tropfen auftragen, sonst wird meine Haut halt fettig und ich mag das nicht. Ich habe so schon eine fettige Haut und möchte sie mir dann im Nachhinein nicht noch fettig machen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, na. Haben wir halt ein bisschen länger am Abarbeiten. Das Isana Med Serum hatte ich auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich heute Morgen noch kurz verwendet, weil es mir eingefallen ist und ich mir überlegt habe, heute drehst du mal das Video. Muss es ja heute nicht schneiden, aber du drehst es mal, ne? Und dann so, ups, das habe ich ja komplett vergessen. Und dieses eine Mal verwenden hat aber schon eine ganz gute Auswirkung. Ja, was heißt gut? Es ist halt nur einmal verwendet. Wir hatten 107,27 und jetzt haben wir 106,47. Bisschen was ist rausgegangen bei meiner Anwendung. Es ist halt morgens bei mir so, ich darf halt dann zu viel Zeug aufs Gesicht packen. Das ist schön leicht auf jeden Fall und beruhigend. Ich mochte das immer wirklich gerne und das ist ein bisschen aus meinem Blickwinkel verschollen. Deswegen. Wenn Produkte schon nach hinten wandern, ist es eben umso geiler, wenn du so eine Challenge machst, dass du dich halt auch so ein bisschen dran erinnern kannst. Und ja, ist halt echt noch relativ voll. Warum habe ich mir ein Sonnenöl gekauft? Weil ich war immer neugierig. Aber ich wusste irgendwo auch, ich mag es nicht, mit öliger Haut tagsüber rumzulaufen und ich eh schon fettige Haut habe. Die dann mit einem Sonnenöl noch öliger zu machen, ist natürlich für meinen Hauttyp nicht so ganz ideal. Wenn du jetzt nicht so viel von dem Zeug nimmst, aufpassen, was ich jetzt sage, also so eine Pipette voll, weil es ist ja eine kleine Probe, das auf dem Gesicht aufträgst und deine normale Sonnencreme dann drüber aufträgst, dann geht's einigermaßen. Aber ich würde mir das halt nicht als Öl kaufen, sondern diese Tagescreme mit dem Lichtschutz, was Bioensöhne anbietet, die ist mega gut. Also die gönne ich mir schon noch. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich habe da auch eine Probe gehabt und ich fand die mega toll. Da kann ich echt nichts sagen. Auch das Öl hat seine Daseinsberechtigung, wenn du eher ein Typ bist, der trockene Haut hat. Aber bei mir ist die halt und warum das so orange ist, da ist halt Astaxanthin drin, was ein super tolles Antioxidant ist. Wie gesagt, ich trage da eine Pipette auf, bin mir darüber im Klaren, dass das nicht reicht. Weil 1-Gramm-Regel und so. Deswegen packe ich mir meine normale Sonnencreme auch nochmal drüber. Und für den Tag, so dass das halt einfach leer geht, sonst verwende ich das einfach nicht. Und das ist wirklich wenig. Ich habe es regelmäßig eigentlich immer wieder drauf gehabt. Immer wieder eine Pipette. 10,68 Gramm hatten wir das letzte Mal. Das haben wir 9,81. Da fehlt nicht viel. Ich weiß. Das ist krass. Nicht mal 1 Gramm. Letzte, und das habe ich auch nur einmal. Einmal. Ich hatte das in den Haaren drin. Und fand das nicht. Also, Squalan kannst du wunderbar auch für deine Haarpflege verwenden. Bei mir ist halt so schnell fettende Kopfhaut und da will ich nicht zu viel Fett in die Haare geben. Aber Squalan ist halt etwas, was nicht so schnell. Also, das ist nicht so ein fettiges Öl und das ist das Geile an der Sache. Und das von Bioensöhne ist halt echt hochwertig. Keine Ahnung, warum ich das nicht verwende. Ich weiß es nicht. Irgendwann mal wird es mich packen und ich creme mich im ganzen Körper damit ein. Dann ist es leer. 9,8 Gramm. Und jetzt haben wir 9,6.
Und ich, das, da, bei den zwei Proben tickt auch so ein bisschen mein, ah, oh, das war so teuer, ich darf damit jetzt nicht so rumahnen, bloß weil es dann leer ist. Das ist total irrsinnig, ja. Also ich weiß nicht, was mein ADHS-Kopf da auch damit macht, keine Ahnung. Denn wenn ich es aufbrauchen möchte, dann sollte ich doch irgendwie sowas machen. Aber dann greift da sowas, ah, oh, das war so teuer, das muss noch ein bisschen aufbewahrt werden. Total bescheuert, ich weiß, ich weiß. Aber wenn du dir bei diesen Sachen von Bayer und Söhne nicht sicher bist, dann sind die Proben halt die beste Alternative, um eben die Sachen mal kennenzulernen. Also auch noch nicht aufgebraucht. Jetzt hat ja der ein oder andere bei mir und das letzte Video drunter geschrieben. Wie läuft's bei euch so? Habt ihr euch Produkte vorgenommen? Werden die jetzt ein bisschen häufiger von euch verwendet? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das unten mal in die Kommentare. Das war das letzte Video, also nicht das allerletzte, aber das allerletzte Aufbruch-Challenge-Video in diesem Jahr. Denn wir haben Dezember und das geht jetzt rasend schnell. Wir sehen uns mit diesem Format erst wieder im Februar. Würde mich trotzdem über deinen Kommentar freuen. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!